So, 5, 4, 8, 9. Hallo, liebes Publikum, willkommen zurück bei Pikmin 4 mit dem Captain aus dem Captain's Corner. Na Leute, alles Swiggy. Und mir, dem Paylord. Mal so, mal so. Wir sind hier stehen geblieben. Warte, stopp. Guinness. Du hast recht. Ich hab den Guinness vergessen. Oh, wie könnte ich den Guinness vergessen? Oh, das ist ja toll, dass du so viele Pikmin erblühen lassen hast. So wunderschön. Der gute Guinness ist immer für uns da. Genauso wie Schnotz. Ja, Schnotz. Du bist noch nicht fertig, oder? Diese Welt braucht mehr Blumen. Lass sie erblühen, erblühen. Da war doch noch einer, oder? War er da? Ich glaube, das ist sogar noch 1, 2, 3, 4. Oh Gott, sie sind überall. Ja, stimmt. Buldo. Ich mag Buldo sehr. Deine botanischen Bemühungen tragen Früchte, wie ich sehe, dank dir erblüht die Pignopopulation. Achso, ja, das war ja William Shatner. War er William Shatner? Nee, ich weiß es mittlerweile echt gar nicht mehr. Es sind zu viele Charaktere. Das ist für dich. Mein Dank für all deine Arbeit. Ja, ja, ist gut. So. Ja, wir haben gerade... War das noch außerhalb der Folge, wo wir theorisiert haben, was noch alles kommt? Bussi! Der mich gerade Bussi genannt? Bussi! Wer hat doch Bussi gesagt? So, wir können erstmal hier nochmal weitermachen. Echt? Warum? Echt? Ich dachte, wir haben irgendwie Motivation dazu bekommen. Okay, nee. Da habe ich es mit der Medizin gerade verwechselt. Ergibt Sinn. Genau. Was für eine Gurke? Egal. So. Na, gelegentlich sagt er auch einfach mal Faili. Der weiß Bescheid. Ja. Der weiß alles. Wie auch unser Kumpel einfach gar nicht reingerendert wird. Unser Kumpel? Also, den wir hassen, meine ich. Achso. Welcher von denen? Ich weiß seinen Namen noch nicht. Und er hasst sie alle. Der hasst das Orchester. Habe ich beim letzten Mal eingefügt, als wir das hatten, mit dem Hass das Orchester. Ey, das Urheberrecht ist ja unheimlich fix damit. Und auch krass, ich habe nur so dieses und der Hass das Orchester reingenommen. Copyright drin. Aber das ist doch easy peasy unter den 3 Sekunden, oder was es ist? Ist es eigentlich, ja. 7 Sekunden, aber ja. Was, ja, man hat 7 Sekunden mittlerweile? Ich glaube, 5 oder 7 oder irgendwie sowas, ja. Oh, krass. Oder waren es 15 sogar? Meine Güte, wird immer mehr. Ich bin mir unsicher gerade. Egal. Aber auf jeden Fall, ja. Nee, 2. Egal. Auf jeden Fall trotzdem. Ja, es war trotzdem genauso viel. Also es war instant einfach so. Krass. Copyright. Aber ja, das Gute ist, mit YouTube konnte ich da auch einfach da die Szene dazwischen einfach wegschneiden. Ich weiß nicht, wie gut es funktioniert hat, aber... So ein riesiges Loch. Aufgefüllt mit Werbung einfach. Mein ja. Kanal kann noch keine Werbung. Weiß ich nicht, vielleicht als erstes hier hinter dir den Tümpel einfrieren. Das ist oder, eine Idee. Oder den Schlannis zumindest da drin töten, um das Ding zu holen. Weil wenn wir schon mal hier aber sind. Dafür können wir ja trotzdem die einfach ja, Eispicken benutzen. Einfach die Eispicken. Oh, was ich jetzt aber mit dem Kanal machen könnte, wäre, dass man sowas wie Superchats schicken kann, beziehungsweise auch so Kanal-Abos, wie du es bei Twitch auch hast. Das könnte ich mit meinem Kanal mittlerweile machen, tatsächlich. Ah, ja. Weil da wurden die Voraussetzungen für runtergesetzt. Und mein Kanal ist offenbar dafür... Ist offenbar möglich, dass mein Kanal das kann. Ich glaube, da brauchst du nur... 2000 Stunden Kanalaufrufe oder 1500 oder irgendwie sowas in dem Monat. Mhm. 30 waren es, okay. Aber das Ding ist 30, das andere war 80? Das war tiefer, deswegen. Ach so, okay. Ja, bei uns reicht ja die Oberfläche. Wenn du es so sagst. Wenn du es so sagst, ergibt das natürlich Sinn, ja. Ja, den Puffstuhl haben wir natürlich irgendwie noch gar nicht gemacht. Da können wir theoretisch auch die Liane runterlassen. Dann kommen wir schneller wieder in die Basis. Ja. Aber du hast hier oben den Gegner noch nicht platt gemacht. Nee, habe ich nicht gemacht. Versuch den doch mal umzurennen. Damn. Die Hälfte, sag ich doch. Eiskalt. Wodka. Nee, Pikmin. Stimmt. So, dann. Ich bring die einfach das Ding ein.
Jo, und Spielzeug der Giganten komplett. Fantastisch. Also ja, und dann kommt ihr direkt wieder her. Schlingelingding. Dann machen wir jetzt hier wirklich mal ernst und dann können wir nämlich hier die Brücke erstmal fertig machen. 75, Jesus Christ. Ja, ja, wird eine große Brücke. Ja, ja, ich sehe schon. Don't slack off hier. Slackers. Du bist eine Null-McFly und da steht immer noch einer rum. Natürlich, ist ja nicht zu fassen. Weißt du... Nur weil ihr die coolen Pikmin seid, heißt es nicht, dass ihr euch bei Arbeit drücken könnt. Ah, coole Pikmin. Ja, verstehst du, was ihr jetzt eigentlich nicht mehr. Weil sie kalt sind? Ja, ja. Okay. Oh, und da drüben ist, glaube ich, noch ein... Ja, dann sind es vier, genau. Wir hatten nämlich so überlegt, dass wir... Nee, das ist kein Dingens. Das ist nur ein normaler Dungeon. Aber der ist schon offen. Ja, ich war ja da einmal vorbei. Ah ja, stimmt, also, stimmt. Das ist ja dieser Goldbarren, den wir nicht hochkriegen. Stimmt. Aber hier ist die, ne? Ja, genau. Ja, ich warte erstmal, bis sie die Brücke komplett voll haben. Ja, denke aus. Ach, Ochin macht auch mit. Interessant. Nee, unsere Theorie war, dass wir jetzt noch vier Laublinge wahrscheinlich insgesamt haben werden, weil wir noch vier Medizin jetzt haben. Genau. Und dementsprechend denken wir, dass wir hier sowieso schon... Ich drücke mal die falsche Taste zum Rauszoomen. Wir haben hier 1, 2, 3 Dandoris schon. Achso, jetzt haben wir die Karte plötzlich voll... Ah, nee, hier hinten. Hier hinten wird bestimmt noch einer sein. Ja, wahrscheinlich. Und damit hätten wir dann vier. Ah ja, es waren dann Dori. Hatte ich doch recht, sage ich doch. Ochin guckt schon so auf die Frucht. Ja. So. Sehr schön. Das ist noch so ein Loch. Ach da. Da kommen wir doch bestimmt von hier aus ran. Ja, ja. So, was will ich gegen den Puffstuhl machen, ist die Frage. Will ich da einfach mit roher Gewalt rangehen? Sollte ich vielleicht mit den weißen Pikmin versuchen, wegen dem ganzen Gift drumherum? Nee, das Giftgedöns sollte ich vorher wegmachen. Hä? Stehen auch welche. Ah ja, stimmt, das sind ja die Eispikmin, ah, ja, richtig. Ja, ja. Ich habe mich nämlich auch gerade die ganze Zeit gefragt, so, was ist eigentlich mit dem Rest der Pikmin passiert? Wo sind die jetzt alle hin? Was machen die eigentlich? Ja. Haben die einen Job? Wie geht's denn heute? Also... Sind die verzogen, oder? Ja, das sind sie sowieso. Ich will die Eispikmin eigentlich da drin lassen, aber habe ich nur so eine begrenzte Anzahl an Pikmin, die ich benutzen kann. 70. Ja. Ist schwer. Aber irgendwo sind auch welche, die faulenzen. Nee, unten steht 0. Aber das sind 10, das andere sind 30 und das sind 46. Ach, das sind die 6 Samen, ja. Ach. Dann gehe ich da vielleicht sogar mal vorbei, um die rauszuholen. Na, mit 64 sollte ich den Puffstuhl hinkriegen. Wobei, wir müssen doch theoretisch gar nicht mehr... Nee, doch. Der hat doch bestimmt einen Schatz in sich. Ja, bestimmt. Der hat es bestimmt in sich. Du hast einen Schatz in dir. Ich hätte Giftpigment mitnehmen sollen. Ach. Okay, oh ja, vielleicht okay. Ja, das war nicht optimal. Hättest du doch Pikmin mitnehmen sollen. Zwei Pikmin verloren. Ja, das sah aus, als wenn wir alle gestorben wären. Ja. Die roten Pilzlinge wie so eine Blutexplosion. Er hatte schon was. Es war schon cool, ja. Es ist schön, das mal miterlebt zu haben. Schön, nicht dran schuld gewesen zu sein. Ochin ist einfach... Ein Panzer. Ja. Ochin, einfach ein Panzer. Na gut. Okay, ich dachte, dass ich ihn vielleicht jetzt direkt schon umwerfen kann. Mit dem Angriff. Dementsprechend habe ich das einfach mal versucht. Ja, werden wir erstmal... Machen wir es erstmal so. Genau, der wirft sich dann nämlich auf den Kopf. Ja... Und dann mit die Drogen und dann, ja. Weg da! Ich hab mich voll getintet. So. Cool. War's schon. War doch gar nicht so schwer. Weiß gar nicht, was du dich so angestellt hast. Dass du ihn noch nicht gemacht hast. Er hat andere Dinge zu tun.
Ach, kommt schon. Komm schon. Das war ziemlich dumm von mir. Aber ne, hier ist es wieder anders bei den Teilen. Wenn du ja. da mit Ocean durchrennst, dann werden die Pikmin nicht direkt begiftet. Vielleicht, weil es da keinen offenen Glibber gibt. Okay, ihr macht das Ding nicht einfach direkt platt. Warte mal, kann man damit den Cooldown skippen? Wenn man kurz absteigt und wieder aufsteigt? Nee, okay. Moment. Aber es geht schneller, oder? Könnte sein. Ich hab jetzt gar nicht so drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Nenn nicht du, Ocean! So, jetzt haben wir ja Fortschritt, sag ich dir, sagen wir das. Machen wir. Machen wir. So, dann brauchen wir jetzt ein bisschen mehr von dem Zeug, weil davon haben wir jetzt ordentlich was aufgebraucht in den letzten paar Folgen. Wir haben hier Faulenzer-Pikmin, das darf natürlich nicht sein. Arbeit! Ja, außer die 30 da in dem See, die dürfen. Die dürfen schwimmen. Ja. Alleine müssen arbeiten, die dürfen schwimmen. Aber die wissen nicht, dass im Nachhinein nicht wieder mit nach Hause dürfen. Wie kommen wir da eigentlich hin? Wohin? Naja, hier oben so. Also so und das. Da durch das Ding durch und ja, dann da einfach okay. so lang. So. Ja, okay, gut, ja, dann war eigentlich easy. Wir den Weg folgen. Glaube ich, aber Oh, nee, das. Guck mal, musst du aufbauen. Ja, stimmt. Ja, dann mache ich erstmal. Ja, pass gut. aber auf, hier war irgendwas. Ja, das Giftgedöns. Ja. Die Stinkmuchel. Nee, da werde ich meine Pikmin nicht draufschmeißen. Der stinkt nämlich. Dann stinkt die ganze Zwiebel, dann stinkt das ganze Lager. Hier ist noch so ein Giftgegner, aber. Das ist ja nicht das, was du meintest. Ich glaube, hier ist tatsächlich kein so anderer. Ich glaube, du hast tatsächlich an den Puffstuhl gedacht, an den großen Pilz da gerade eben. Jo, der hat einen Pilz für mich freigemacht. So also ein lieber, netter Käfer. So ein lieber, netter Gifttyp. Ist das nicht eine Orange? Das könnte durchaus eine Orange sein. Eieiei, nee, ist keine Orange. Nee. Das sieht so unorange nicht aus. Die haben Orangen überhaupt so einen Holzstiel obendrauf? Siehst du doch noch, also wenn, dann siehst du die auf jeden Fall nicht wirklich damit. Nee, ich glaube, die machen, aber ich kann mir vorstellen, dass da so zwei Blätter abhängen von dem Holzstiel. Also in meinem Kopf. Also für mich sieht das jetzt eher wie so ein oranger Apfel aus. Ja. Das auf jeden Fall. Vor allem, weil die Textur halt irgendwie, weiß ich nicht, wobei es sieht schon ein bisschen aus wie Orangenhaut, wenn man da rangeht, hat es halt nicht diese. Ja, ja, genau. Diese, ne? Ja, ja, exakt. Das denke ich nämlich auch. Aber irgendwie sieht er trotzdem so von der Form und alles ein Apfel. Tja, wir werden es nie erfahren, weil er wahrscheinlich irgendwie einen komischen Namen haben. Es sind noch Pigmentkeime vorhanden. Dein Gesicht ist noch vorhanden. Ist gut für dich. Oh ja, Krebsmenschen. Ja. Haben wir jetzt aber auch schon seit zwei Wochen nicht mehr gesehen, aus irgendwelchen Gründen. Na, der hat im Hintergrund war der doch auch öfter mal. Ja, na ja. Aber erwähnt haben wir ihn seit ein paar Folgen nicht mehr, das stimmt. Da oben, ach so, ist nur das. Da ist Louisbert. Louisbert, der Weise. Hier ist nochmal was zum. Yeah. Zum Aufgraben. Hier ist wahrscheinlich auch ein Iridescent Flint Beetle. Gucken wir an, wie er beetelt. Ocean kann einfach alles. Ja. Wo bist du? Außer lieben. Bim, bim. Jawohl. Okay, ich zwei hier von den lustigen. Sehr gut. Und direkt wieder aufgepumpt. Siehst du? Das ist die Failen-Strategie hier. Also ist hier hinten sonst noch irgendwas anderes? Außer, dass man hier sich nochmal durchgraben kann. Und ich glaube, das ist dann auch das andere Gebiet, was wir noch nicht hatten. Nee. Da kommen wir denn da raus? Ist also mehr eine Abkürzung als alles andere. Mhm. Aber zu, glaube ich, einem anderen Dingens. Zu einem anderen, ne? Zu einer anderen Basis. Haben wir jetzt eigentlich einen guten freien Weg, damit die das von hier aus zur Basis tragen können? Zu unserer aktuellen, ohne dass da Gegner sind. Ich, Remix!
Gute Frage. Ach, hier oben ist unsere Basis. Also, ja, ja. Das, ja, ja. Also das sind zwei Gegner anscheinend, aber ich weiß nicht, was die da machen. Oh, stimmt. Du hast absolut recht. Was haben wir denn hier für... Wir müssten hier links. Ach, das sind die Schmetterlinge. Die, glaube ich, die ganze Zeit rumfliegen. Schmetterlinge? Schmetterlinge. Die Lingen und die Schmettern. Bibi und Tina? Von Amadeus und Sabrina? Ja, genau. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind? Mit einem Kind. Wo kommt das Kind her? Haben sie das adoptiert? Sie sind Kinder. Achso. Bibi und Tina sind doch noch Kinder. Aber dann sind sie nur ein Kind? Weiß ich nicht, ob sie ja, noch Kinder vielleicht sind. Vielleicht haben sie das schon lange her. Ich habe das Anfang der 90er auf Kassette gehört. Kann sein, dass sie mittlerweile erwachsen sind. Ich gönn's ihnen. Gut, ich habe irgendwann mal an einer S-Bahn-Haltestelle, ja, das sind die beiden Schmetterlinge hier. Schmetterlinge. An der S-Bahn-Haltestelle irgendwie so eine Werbung gesehen für offenbar irgendwie eine neue, also nicht Carla Kolumna, sondern ihre Tochter oder irgendwie sowas. Okay. Ich weiß nicht. Charlotte Kolumna. Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ja. Irgendwie ihre Tochter, so wirkt das auf jeden Fall. Na gut. Wahrscheinlich ist irgendwie Middle-Aged Journalism Woman nicht unbedingt das, was die Kinder heutzutage haben wollen. Ey, ja, vollziehen, warum? Die war wichtig. Gut, ich weiß nicht mal. Middle-Aged? Ich weiß nicht mal, ja, das wollte ich gerade sagen, ich weiß nicht mal, wie alt die war. So schwer einzuschätzen. Ist es ja. Oh, wo liegt der? Wie alt ist Carla Kolumna? Ganz genau, das ist eine wichtige Frage. Der Charakter von Carla Kolumna ist Glibber entfernt und Gold gefunden. Das ist ein sehr guter Charakter. Ist 1982 von Benjamin Blümchen erfunden worden. Otto, schau mal. Ich habe hier diese Frau gefunden. Die nennen wir Carla. Benjamin, hast du schon wieder irgendwelche Leute entführt? Aber Otto... Frauen sind doch keine Leute! Entschuldigung! Das war nur des Witzes wegen. Alle Satire! Nehmt das nicht ernst, nehmt das nicht ernst. Okay. Bitte. Wann wurde Carla Kolumna geboren? Nee, wie alt ist gerade das? Ist Frage. Oh Gott, das ist einfach wieder so ein Giftkäfer. Alt ist mit Seva, Carla, oder mit K für den, für die Alteration. Wie alt ist, oder was denn? Wie alt ist Carla Kolumna? Von dem Stinkkäfer habe ich gerade eine Eisbombe bekommen. Und normale Bombensteine. Also... Elfie Donnelly, die Schöpferin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, wird 70 Jahre alt und das war am 12.01.2020. Ich sag doch, du kriegst irgendwie sowas gesagt. Carla Kolumna wäre heute lesbisch, schreibt sie. In einem Blog-Eintrag auf queer.de. Ja, cool. Aber das hilft mir immer noch nicht weiter. Mit Kira Kolumna haben wir die nächste große Hörspielreihe für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. Eine 16-jährige Bloggerin namens Kira. Okay. Siehst du, sag ich ja. Wie heißt das Kind von Benjamin Blümchen? Ach, Otto, ja gut. nicht das leibliche Kind. Ja, das wollte ich gerade fragen. Ding, was ist das für eine Frage? Wo wohnt Bibi Blocksberg in echt? Wo kann ich sie besuchen? Ja, genau. Neustadt. Hashtag Neuland, Hashtag Neustadt. Warum gibt es Boris Blocksberg nicht mehr? Boris Blocksberg? Der Grund für das Streichen von Boris' Rolle ist rein dramaturgisch, wie uns Kiddings erklärt. Nach 7 Hörspielfolgen wurden 1983 aus dramaturgischen Gründen entschieden, Boris aus dem damals noch jungen Hörspielkonzept herauszuschneiden und der kleinen Hexe die volle Aufmerksamkeit zu geben. Anscheinend hatte sie mal einen Bruder namens Boris. Interessant. Bibi und Boris Blocksberg. Naja. Aber wie alt ist denn jetzt hier? Das ist das Fandom von Benjamin Blümchen. Gott sei Dank endlich, das Wiki. Jawohl. Geburtstag 17. Mai in Berlin. Spezies Mensch. Spitzname La Carla Furioso. Kleidergröße 40. Hier steht kein Alter. Sie könnte alles sein. Okay, irgendwo hängen noch über 30 Pikmin rum und ich weiß nicht, wo sie sind. Ich habe auch nicht aufgepasst, was überhaupt passiert ist. Ich war so in der Welt gefangen. Sind wir alle. Na, sind das nicht die 30, die im See hängen? Du hast vollkommen recht, danke. Gut. Das gibt mir gerade, aber irgendwo sind noch 5.
Ach, das sind die fünf, die Bären die ganze Zeit sammeln. Na, jetzt aber flink. Wo war die Pflanze? Da hinten. Ja. Einer könnt ihr noch entgegenkommen? Zwei könnt ihr noch entgegenkommen? Gut, dass wir wissen, wenigstens ihre Kleidergröße kennen. Ja, 40. Darauf könnten wir doch schließen, wie alt sie ist. 40. Ja. Mit 100 hat sie Kleidergröße 100. Das Vicky hat hier noch nicht mal die neue, die Kira nachgetragen unter der Familie von ihr. Was ist das für eine Vicky-Arbeit? Also, das ist Nein, Expedition beenden. Das ist ja... Ich hol echt auf mit irgendwie verlorenen Pikmin. Schon wieder. Dabei hast du so gut vorgelegt. Ja, ich weiß, aber du willst halt der Beste sein. Du musst halt den ersten Platz kriegen, weil wer hat am meisten Pikmin verloren? Nein, eben nicht. Ist umgedreht. Ja, sie ist einfach... Weiß ich auch nicht, steht es irgendwo. Die mag anscheinend keiner. Naja, ich glaube, das ist einfach vage gehalten, damit Otto auch 30 Jahre lang 10 bleiben kann oder so. Wie Ash Ketchum? Ja, quasi. Aha. Für das Benjamin Blümchen-Fandom. Exakt. So, Spielzeuge der Giganten komplett. Starkes Stück. Und nicht nur das. Die Herbsternte. Die Herbsternte auch noch endlich. Auch komplett. Der Herbst. Moment mal, wir haben doch mal einen Kürbis mitgeschleppt und der ist nicht Teil der Herbsternte? Ja, das hatten wir in dem Moment schon. Oh. Der gehörte, glaube ich, zu den Sommerfrüchten. Aber erstmal Serie Herbsternte geschafft dank dem Saftcontainer. Dann haben wir noch das Schönheitsideal. Ein Saftkissen. Die Serie Spielzeug der Giganten abgeschlossen dank dem Götterfisch. Und natürlich Gold. Oh, und Gold. Ja, ne? Dann geht's hier weiter und ja, ne, 10. Ich weiß nicht, wie, keine Ahnung. Eieiei. Verzeihung, Colin? Könntest du mir sagen, wie ich auf die Shepard-Dokumente auf dem Tablet zugreife? Na klar, Chefin. Zuerst solltest du Plus drücken, um das Tablet zu öffnen. Dann drückst du B, um ins Menü zu gelangen. Rufe dann die Seite mit den Shepard-Dokumenten auf. Wenn du direkt darauf zugreifen möchtest, kannst du diese Seite auch mit Minus einer Schnellauswahltaste zuweisen. Aha, danke, dass du mir auf die Sprünge geholfen hast. Alle Einträge enthalten kluge Einsichten der Anführer, die vor mir kamen, Phelan. Wirf doch bitte einmal einen Blick hinein und lies die Einträge sorgfältig und nimm dir die Ratschläge zu Herzen. Ja, so machen wir das. So macht es die Anführerin auch immer, wenn sie sich noch daran erinnert, wo die Aufzeichnungen überhaupt sind. Danke für dieses Tutorial an Tag 60. Das bedeutet, sie hat das noch nie gemacht. Was sollte das heißen? Das war nur zu zeigen, dass die Anführerin voll kacke ist. Ja, was war das denn jetzt? Ja. Plötzlich, übrigens. Die haben halt einfach nichts mehr irgendwie so generell Character-Building-mäßig zu sagen. Also das. So, hatten wir jetzt irgendwo noch irgendwas geschafft? Mann, ich drück mal wieder die falschen Tasten. Nö. Na dann, Dann, da. Einfach, oder soll ich mal gucken, ob es noch eine Nacht... Guck doch mal kurz, ob es eine Nachtmission, Nacktexpedition gibt, aber ich glaube fast nicht. Nackt ist schaurig. Nö. Haben wir alles 100% geschafft. Ja, das war's dann mit Nachtexpedition. Und so. Du hast die letzte geschafft. Wow. Bin das Letzte. Okay. Naja, dann... Und er hasst Tower Defense. Na, auf geht's. Auf geht es. In die Wildnis. Auf geht es, Kines. Auf Kines. Jetzt steht der Typ plötzlich wieder da. Jetzt wird er wieder mitgerendert. Der war einfach nicht da, das eine Mal. Ja, der plant irgendwas, ich sag's dir. Der plant irgendwas. Du kannst mir gar nichts nachweisen. Fühl ich auch gar nicht. Hau ab. Hau du doch ab. Ach nee, machst du ja eh schon die ganze Zeit. Ihre Augenfarbe ist schwarz. Kira oder Carla? Carla. Das kann gut sein. Die haben einfach nur Pupillen. Ja, okay, gut. In der Hinsicht. Ja, natürlich. Die hat 2 Journalistenpreise gewonnen. Ihre Interessen sind Eiskunstlauf und Hubschrauber. Hubschrauber fliegen oder einfach nur Hubschrauber? Dann nur Hubschrauber. Hat sogar einen Flugschein in Klammern. Ah, okay. Ja.
Ihre Feinde sind der Bürgermeister und Baron von Zwiebelschreck. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Wer war denn Baron von Zwiebelschreck? Okay. Ach doch, ich glaube, ich weiß, wer das war. Ja, so ein Typ mit so einem Gangster. Ja, ja. So Schnurrbart. Ja, exakt, der, ja. Schnurri Mustache. Aber er ist auch von der Spezies Mensch. Und seine Augenfarbe, du wirst es nicht erraten, ist schwarz. Und seine Seele auch. Feinde Carla Kolumna, früher Benjamin Blümchen. Was ist da passiert? Ist Benjamin Blümchen zu dem Bösen übergewandert? Nee, er ist gut geworden, der Baron. Aber Carla Kolumna ist weiterhin sein Feind. Klar. Journalismus. Hallo, Journalismus. Gehen gegen Politik und die Reichen. Ja, das stimmt. Okay. Ist ja logisch. Das ist Polizatire. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier jetzt so noch machen können. Wir können da hinten vielleicht mal den Krebsmensch, ich weiß gar nicht, tut er irgendwas? Der hat bestimmt einen Schatz dabei. Irgendwann hat er mal was vorgehabt, glaube ich. Der hat irgendwann mal was vorgehabt. Er hat eine Unternehmung geplant. Ich glaube, der war mal wütend, aber. Ja, das war, als du mit Pikmin an ihm vorbeigelaufen bist, da wurde er dann plötzlich aufmerksam auf dich. Weil sonst hat er dich immer ignoriert. Sonst war der immer ganz nice drauf. Ja, aber ich würde ihn eigentlich auch gar nicht, aber vielleicht. Ja, doch, der hat einen Schatz dabei, definitiv. Ja, nee, ja. Wobei das, vielleicht zeigt der Schatz aber auch Richtung Öffnung da, die wir noch nicht freigelegt haben. Oh. Mann, das ist ja schon ein bisschen. Das ist schon ziemlich mies eigentlich. Ja. Oh, Ocean, wo beißt du denn hin? Oh nein! Nein, die hast du noch nicht aufgefressen. Hat er nicht? Sehr gut. Hat er nicht. Okay, er hat keinen Schatz dabei gehabt. Das ist ja jetzt doch ein bisschen traurig. Ja, wird die Öffnung da sein. Welche Öffnung? Na, da hier links der... Oh, ja. Ah! Oh, der wahre Endboss. Oh, ist das ein Gewusel. Das ist ja fantastisch. Ich nur mehr bunte Farben. Alles bunt. So nein, schön neu. Wir können ja, genau, so schön blau. Wir können ja nur, wir können ja nicht mehr als drei Arten Pigment draußen haben. Das ist ja das Problem. Sonst könnte man einfach so. Okay. Der Grusel. Ja, du kommst ein bisschen spät, Bruder. Ja, ich war noch. Unterwegs. Aber was machen die denn da? Die sind dann immer so, hey, ich geh zur Seite. Sind die ja alle einfach irgendwie drumrum weggedingst. Unterirdisches Nest, ne, da wollte ich noch nicht rein. Okay. Ne, das hier. Okay. So, die Ecke haben wir immer noch nicht. Nee. Wobei. Interessanterweise. Ja. Na gut, haben wir jetzt gestern erst ne, das Ding gebaut. Die Schnecken habe ich doch aber schon gekillt, ne? Nee. Die sind doch jetzt aber Nee? Du warst ja noch gar nicht in der Ecke. Könnte auch sein. Du bist immer mittig und von da aus hast du dann deinen Terror-Rain ja, stimmt, ja. Ausgestartet. Mein Terror-Rain. 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 Exakt daran habe ich auch gerade gedacht. Ich dachte, Ocean kommt direkt mit teleportiert. Upsering. Brauchen wir unbedingt noch ein paar mehr. Ihr geht mal da rein und macht Terror. Alles, ja genau. Ihr terrorisiert mal den Erdbau. Terrorisiert das Loch. So wollte ich es jetzt nicht formulieren, aber. Na gut. So, dann kommst du mal her. Dann kommt ihr mal her. Dann werde ich da einfach mal automatisiert hinlaufen, um den letzten Rest. Wo war denn das jetzt? Da unten. Da unten, ja. Da können wir jetzt hinlaufen. Jo. Ich glaube, das ging vorher nicht, weil da noch so ein Dings nach oben gebaut werden musste. Deswegen sind wir da irgendwie noch nicht so richtig hingekommen. Weil es interessiert mich jetzt schon irgendwie. Das würde mich brennend interessieren, wie das da hinten aussieht. Haben wir hier sogar noch eine andere Basis? Mehr in der Nähe. Das hier lang. Ich bin voll verwirrt von diesem Gebiet immer noch.
Wir haben es jetzt mittlerweile fast komplett irgendwie erkundschaftet und irgendwie zur Hälfte fast alles gemacht, aber... Ach, das ist hinten bei dem anderen Krebsmensch. Nee, auch nicht. Ist in der Richtung. Dann ist das der letzte, ja. Der letzte Weg. Der letzte Schrei. Oh, das wird doch aber mal rüberfliegen, oder? Da wirst du da drüben landen. Würde ich jetzt auch schätzen. Aber ich denke, auch in dem Wasser wird bestimmt wieder so ein komischer Lörres sein. Ja. Nee, das... Ist ja unpraktisch. Pack mich auf die andere Seite hier. Aber da war der letzte Landorest, wie es aussieht. Ja? Habe ich den gerade übersehen? Ja. Ne? Wo war das? Der Weg hier hoch. Ach ja. Warum ist mein Orientierungssinn so schlecht? Was soll denn das? Gut, ich bin wenigstens in die richtige Richtung gelaufen, aber hier trotzdem. Hier rechts, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ach nee, es sind Puppies! Puppies! Ah ja, Puppies! Okay, hier musst du dann halt mit... Kann man... Ist das flach genug? Ja, da sind aber zwei Lorenze. Ein Stein ist ja auch noch. Ein Stein! Der Stein ist doch nicht umsonst. Da guckt er immer einen Stein an. Etwas in diesem Felsen ist seltsam. Da kommt garantiert irgendein Gegner raus. Oder vielleicht könnte das ein Smoky Proc sein, aber... Versteinert. Versteinern wie ihn. Nee, vielleicht wie ein Pikmin 1. Ich wollte gerade PS1 sagen. Ich hatte schon Angst, du willst Penis sagen. Nein. Genau wie ein Penis. Wie ein Penis 1. Nein, auf der PlayStation 1 wollte ich warum auch mal sagen. Ja. Das PS so und so. Nee, wie in Pikmin 1, dass der nur bis zu einem bestimmten Tag da ist. Ach so. Ja, das Ei für den Smoky Proc ist nur bis Tag 15 im dritten Gebiet. Ja. Tatsächlich. Na gut, aber was dann noch weiter passiert, kannst du aussuchen, wenn es wieder heißt Pikmin 3, 4. 5, 6, 7, 8. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin der Fellow, das war der Captain und tschüss, bis dann. Kann immer schön tricky bleiben.